So eine Anti-Explosionsweste an und den orangen Overall und eine Axt in der Hand. Ich bin der alten Holzfäller. Ich sehe den Turm. Ja, ich sehe den Turm auch. Turm sehe ich auch, ja. Da dürfte noch nicht sein, oben auf dem Turm. Ich sehe was, NPC. Schieß. War das jetzt NPC oder war das AI? Oh, schieß auf mich. Oh, ich bin down. Ist nicht los. Also auf meiner Position sind ganz close NPCs. Aufpassen. Das ist halt so, die schießen einfach durch die Bäume durch. Ne, du hast, glaub ich, sogar einen getötet. Einen habe ich getötet, aber der Rest hat mich dann. Ich komme Elektro raus, ist zum Glück nicht so weit. Hä, warum sehe ich dich nicht? Ist zum Hammi für dich näher? Für mich? Nee, von Jörg. Ja, da haben wir, der ist. Ich bin nicht so weit weg, wusste man, ja. Hallo, was ist das für ein krankes Panzer, gepanzertes Fahrzeug? Ja, warte mal, dann brauchen wir vielleicht den Hammi gar nicht, wenn der uns nachher gehört. Sind jetzt noch Truppen irgendwo? Ja, einer ist auf jeden Fall da noch rumgegeiert, aber ich weiß nicht mehr, wo der hin ist. Der hat mich auch getroffen, ich muss in die Deckung gehen. Ich mach jetzt mal den 83er Move. Seht drin ein? Player is capping CZP. Ja, ich bin drin. Hab hier drinnen einen PC gesehen. Komm. Mit Winden fahren. Ich hoffe, dass ich es immer gleich schaffe, weil. Hab einen hier drin. Ich gehe kurz auf den Turm, um festzustellen, ob da noch irgendwo jetzt nähere welche sind. Huhuhu. Also ich da schon mal geklärt, dann kann ich da straight drauf zurennen. Na, naja, warte mal noch. Nee. Da ist noch einer. Ich gehe jetzt nochmal nach eben nach oben, um das zu klären. Guck mal vielleicht in Richtung auch von meiner Leiche, ich weiß nicht. Wo war deine Leiche? Gepanzerte Fahrzeug gehört nach uns, oder was? Das wäre natürlich bombastisch. Also ich bin jetzt gerade oberhalb der Mission. Alter. Gerade eine AS-50 hier oben gefunden. Ne, scheint clear zu sein, also ich sehe keinen mehr. Ich habe von hier oben auch keine. Holt sich einer von euch den BMT? Ja. Take all. Unlock, ich kann ja nicht unlocken. Hast du gelockt, Jörg Uwe? Ach so, nee, dann kriegt man wahrscheinlich nach der Mission erst den Code dann. Wir müssen dann den Drop irgendwie da einladen, beziehungsweise schnell looten. Chris, komm du vielleicht noch mit rein. Und Jörg, du musst aufpassen, weil du weißt ja, da kommen dann irgendwie noch diese Wave bei der Hälfte der Zeit. Ja. NPC. Da kriegt einer ran. Wo? Hab ihn. Nice. Sauber. War das der im Gilli hier? Ja, genau. Östlich. Kann sein, da kommt vielleicht noch mehr. Das ist ein scheiß Ernst, Alter. Kannst du so anrobben oder was?
gerade gedacht, was bewegt sich da hinter mich sein? Ja, auf so Dreistigkeit, da rechnet halt fast nicht damit. Nee, Mann. Sekunden left. Okay, alle bereit machen. Was, kommen dann die Gegner oder was? Nee, dann können wir looten und wir haben nur eine beschränkte Zeit zum Looten. Soll ich direkt zu dem BMC rennen? Jo, warte mal, ja. Wenn der dann offen ist. Ja, und dann fahrst vor dem Eingang, dass wir den Looter reinschmeißen können. Komm schon, letzten 60 Sekunden, verdammte Hacke. Ich habe Tür schon aufgemacht. Ich mache mich bereit, falls dann da gleich der Code kommt, dass ich den aufschreiben kann. Alter, wie lang sind diese 60 Sekunden? Unfassbar lang. Ich hoffe nur, dass wir da nicht weggeholt werden gleich. Jetzt. Versuch mal den zu holen, ja. 180 Sekunden wird's bombardiert. Jo. Aber warum sollte der uns gehören? Ich weiß nicht. Versuch hier reinzufahren. Ja, ich bin gleich da, oder? Geil. Fahr hier rein, schnell, komm. Alles rein, was geht. Wenn wir dann fahren, eine Oma die Maschinengewerke. Ja. Was? Ja, aber nicht, dass man explodieren, ja. Ja. Ja, was sind das? 2 Minuten oder 3 Minuten? 80 Sekunden sind 3 Minuten. Irgendwie kann man, glaube ich, diese ganze scheiß Box da reinpacken, aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Läuft aus, dann die Treppe hoch. Kommt da jetzt keine Meldung mehr, oder? Nee. Okay, jetzt noch eine Waffe in die Hand und dann pissen wir uns. Schüsse. Jo, bleib da stehen, was machst du? Close. Alter, nice. Du hast mich überfahren, Jörg. Ich leb noch. Bleib da stehen. Fahr doch nicht rum wie so ein scheiß Hühnchen. Ich denke, du bist tot. Nein, ich bin nur umgefahren worden. Chris, lebst du noch? Nein, ich bin tot. Bist okay. Jo. Bin drin. Ja, der eh nichts Interessantes. Und dann holen wir Chris ab in Elektro. Kann schon mal rauskommen. Ja. Und dann fahren wir zum Trader. Bist du oben an dem Ding? Ja, aber ist übel beschissene Sicht. Stopp, ich steig aus. Ja, wo ist er jetzt? Da. Wo ist der nächste Händler? Ja, links unten, zu dem würde ich fahren. Halt auf die Hauptstraße unten. Wenn ich es einzahle, dann brauche ich halt die nächsten 20 Mal das Auto. Oder Hubschrauber. Ja, aber guck mal, die Waffen, was noch drin sind. Ich bin gerade nochmal beim Drop vorbeigefahren und habe ja auch nochmal hier 2, 3 so Waffen eingeladen. Der ist nach dem Explodieren sogar noch da gewesen, komischerweise. Na, da muss ich jetzt mal einen Blick reinschmeißen. Das ist der.
Ja, jetzt bist du King of the Road, Alter. Nimm mal raus, was ihr braucht. Oh. Warte, ich will kurz einmal mit der AS-50 schießen. Oha. Also, das will ich vorher kein Bulldog, Regel plus Cargo, oder? Ja. 43.465. Läuft. Geht's? Ich drück Adios, oder? Ja. Tschüssi. Oh, ja. Oh. Hier liegt die AS-50 noch. Jörg, verkauf die mal. Nimm die MK-17 in den Rucksack.